herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Es ist The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oh mein Gott, ein Spiel, das bestimmt schon 1 Milliarde Mal auf YouTube existiert und deswegen wahrscheinlich sowieso die wenigste Aufmerksamkeit kriegen wird. Aber naja, vielleicht gibt es ja Leute, die sowas mögen, vielleicht auch nicht. Ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an. Ich habe eigentlich, ich spiele natürlich auf Deutsch. Ja, was sollte ich jetzt überhaupt sagen? Keine Ahnung. So, wir nennen uns natürlich Link, wie immer. Also, das heißt wie immer, ich habe bis jetzt noch 2 Zelda-Spiele Let's Play. Link. Link, ich habe es eh vergessen, oh mein Gott. Yeah. So, ich habe dieses Spiel bis jetzt, glaube ich, nur 2 Mal durchgespielt, wieso auch immer. Ich bin einfach so ein Typ, der spielt Spiele nicht so oft durch. Das ist vielleicht ein bisschen scheiße, aber... ja, keine Ahnung. So, und ich würde mal sagen, wir beginnen jetzt einfach mal mit der Vorstory, die total Mainstream ist, weiß ich nicht. Cool. So, let's go. Es war einst in einem fernen Land. Oh mein Gott, was für ein Ding. Seit Anbeginn der Zeit wacht der mächtige Dekobaum über die Kinder des Waldes. Oh, oh mein Gott. Mächtig. Was ist denn das? Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Na, nur Link, der hat wieder keine, der ist voll der Trottel. Hm. Als seine Abgesandten schützen sie jene reinen Herzens. Link voll mit offenen Augen, ja, das ist geil. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, keine Fehlen zu haben, den Gesetzen gegenwärtiger Zeiten zu entfliehen. Ja, nur einer. Nicht 2, nicht 3, nein, nur einer. Das bin ich. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, eine Frau und noch eine Frau. Ja. Wie den guckt, Alter. Ach, geil. Wow. Navi, Navi, wo bist du? Erscheine. Navi? Ja. Einer der nervigsten Side-Character in allen Spielen ever. Egal, na, wie holde Fee, höre die Worte des Dekobaums. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Die Kreaturen der Macht, der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegeln. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Wie machst du das? Ich denke, du bist ein Baum. Ach, egal. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Oh, die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf den Pfad des Lichts führen. Na, ich gehe nun und finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Meine Zeit ist fast vorüber. Mir bleiben nur noch wenige Stunden. Oh nein. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gar der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. Oh mein Gott. Dass die immer so ein kleines Kind losschicken müssen, na egal. Wonder, 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 wonder. Ach ne, das kann man das gerade. Oh mein Gott, voll 3D-Power. Voll an die Eier gestoßen. Ja? Egal. Oh mein Gott. Ey, was machst du mit dem Stein, Alter? Ich will's nicht wissen. Aha! Ah, okay, also ganz ehrlich, das muss doch wehgetan haben. Yeah. Geil. Liegt immer noch mit offenen Augen, Penta, macht Sinn. Na egal. Hallo Link, wach auf! Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Ja, ich spreche dir extra so nervig. Link, wach auf! Oh nein, ich will nicht, Mann. Noch 5 Minuten. Los, komm!
komm schon! Mann! Sollte die Zukunft Timewurz wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Alter, nur weil Link immer am Anfang eines Spiels pennt, ist er noch lange keine Schlafmütze. Ich meine, immerhin bleibt er danach ewig lange auf. Was auch erstaunlich ist, aber naja. Was bist du für ein Ding? Link hat voll einen Rock aus Ganzseide, so wie es aussieht. Egal, wieso hat Link überhaupt einen Rock? Na gut, das ist, glaube ich, ein Kilt, aber egal. Na, endlich bist du aufgewacht. Ich bin Navi, die nervigste Tussi aller Zeiten. Aber der Dekobaum hat dich ab jetzt... bat mich nicht ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Der Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Oh mein Gott. Steh also endlich auf. Oh mein Gott, der Dekobaum. Ich meine, ist der Dekobaum nicht um die Deko? nee. So, und da sind wir schon im Spiel geschehen und so. Und die Steuerung ist ganz schön schwammig. Ist man gar nicht mehr gewohnt. So, jetzt können wir auch hier die Kamera so ein bisschen ändern. So. Ja, aber ich lasse die erstmal so und gehe erstmal raus. Bum, bum. Kokiri-Wald. Ach, wer kommt denn da gelaufen? Guten Morgen, Link! Ach Gott, diese Weiberstimmen immer. So, ich mache jetzt einfach mal von den geilen Jump nach oben und sag der Tussi da guten Morgen. So, die heißt übrigens Salia. Ne, warte mal, wie hieß die im Deutschen? Im Englischen und Japanischen oder so heißt sie irgendwie Saria und im Deutschen Salia. Das ist voll verwirrend. Zumindest habe ich es damals immer verwirrt. Naja. Und Link steht immer wie so eine Tunte da. Aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Hey, eine Fee! Endlich hast du auch eine Fee. Link. Wow, das ist so cool, Mann. Jetzt können wir Feen tauschen. Was? Wir tauschen Feen, was? Ich freue mich so für dich. Nun bist du ein wahrer Kokiri, Link. Aha. Ist das wirklich wahr? Der Dekobaum möchte, dass du zu ihm kommst, Mann. Ja, ich glaube schon. Es ist eine große Ehre, vor den Dekobaum treten zu dürfen. Ich finde diesen Satzbau immer noch so scheiße, weil, ich meine, du trittst doch nicht vor denen, aber egal. Also du kannst den ja nicht treten, das wäre irgendwie ein bisschen scheiße. So, ich werde hier auf dich warten. Geh nun. Und wieso solltest du auf mich, ach egal. Ich gehe einfach mal dahin. Okay, wo ist der überhaupt? Achso, da unten, die Karte sagt es mir. So. Aber, da vorne, was? Vor der liegt der Deko, der Hein des Deko-Bombs, okay. Ach, okay. Ach ja, das erste 3D-Zelda. Was waren das für Zeiten? Okay, ich habe das nie zu diesen Zeiten gespielt, aber egal. Kannst du mich mal durchlassen, du komischer Typ hier? Hey, du fehlloser Versager! Ich habe doch eine Fee. Was hast du beim Dekobaum zu mit dem Dekobaum zu reden? Ohne Fee bist du nicht mal ein richtiger richtiger Mann. Ja, ich glaube, du bist auch kein Mann. Also, Was? Du hast eine Fee und der Dekobaum hat dich zu sich gerufen? Ja. Was muss ich da hören? Wieso sollte er dich und nicht den großen Mido, der Typ heißt Mido, okay, wir wissen's, zu sich rufen? Das kann nicht sein. Wieso spreche ich denn eigentlich immer so, wenn ich das mache? Egal, ich glaube es einfach nicht. Du bist nicht einmal richtig ausgerüstet. Ja, du aber auch nicht. Wie willst du den Dekobaum denn ohne Schwert und Schild gegenübertreten? Ja, indem ich hinlaufe oder sowas. Was? Das stimmt auch nicht. Ich bin auch nicht ausgerüstet, aber das ist etwas ganz anderes. Ja, genau. Wenn du passieren willst, solltest du wenigstens mit einem Schwert und einem Schild ausgerüstet sein. Verschwinde. Was willst du, Navi? Der Weg zum... Ach Gott. Ja, die sagt einem natürlich immer nur die Sachen, die gerade momentan unrelevant sind. Also deswegen... Und ja, die geht auch ganz schön auf die Nerven. Also... So, ich würde mal sagen, wir gehen mal zu Salia, weil ich meine, irgendwie habe ich keine Ahnung, was ich tun soll. Zwinker, zwinker. ja. Ey, Mann, der böse Kopie hat mich voll abgewiesen. Was? Mido lässt dich nicht durch? Nein. Dieser Mido, ich frage mich, was er sich dabei denkt. Oh. Dennoch ist das, was er sagte, wahr. Ja, wieso, bitte, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Diese Frauen, Alter. Nein, nicht Frauen verachtet werden, nein. Im Wald gehen... Im Wald gehen in letzter Zeit merkwürdige Dinge vor sich, Alter. Wir müssen auf alles vorbereitet sein. Du solltest dir eine Waffe suchen. Das Schwert ist irgendwo verborgen. Ja, die haben auch einfach mal so ein Schwert im Wald liegen, ist natürlich logisch. Sagt man, es ist das einzige Schwert in Kokiri. Den Schild kannst du im Laden kaufen. Wieso kann man überhaupt ein Schild in einem friedlichen Dorf im Laden kaufen? Und ich kann das schon mal sagen, die dürfen ja eigentlich gar nicht raus. Wieso? Ach, egal. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal Rubine sammeln. Ach Gott, dieses Geräusch. Voll laut.
Und du komischer Typ hier, lass den Stein mal in Ruhe, Alter. Mit A kannst du Dinge haben, erheben. Dieser arrogante Mido, er will, dass ich die Steine verschwinden. Dass die Steine hier verschwinden. Und jetzt soll ich für ihn die Arbeit machen. Ja, Mido ist halt schon immer ein Arsch gewesen, aber irgendwie hat er trotzdem eine Gang, also ich raff das nicht. Wieso die dummen Ärsche eigentlich immer Gangs haben? Wieso können sie nicht einfach mal alle gegen die aufgehen? Und dann ist alles cool. Oh mein Gott. Und Link kann schön Steine werfen. Ja. Link wirft gerne mit Steinen. Vor allen Dingen auf komische Typen, die Mido heißen. Aber irgendwie macht das doch nicht. Naja. Jetzt habe ich überhaupt keine Rubine gekriegt. Das ist voll scheiße, Mann. Oh, ich erinnere mich. Oh, drei Rubine. Yeah. Hä? Mein Gott, irgendwie ist die Brightness voll hell, Alter. Das Spiel ist irgendwie voll hell, ich habe keine Ahnung wieso. Naja. Das ist einfach mal ein Shader. Weiß ich nicht. Nein, war nur Spaß. So. Hier kriegen wir jetzt auch nochmal 5 Rubine, immer wenn wir hier halt so lang springen, wieso auch immer. Ich habe keine Ahnung, sind die in der Luft oder was weiß ich. Hey Link! Schau mal hier rauf! Mit Z kannst du. Nö. Kein Bock. Ja, das ist halt nur dieses. Also ganz Kokiri ist am Anfang eigentlich ein riesiges Tutorial, was eigentlich meistens gar nicht nötig ist. Naja, gut. Hier hinten sind übrigens auch nochmal Rubine. So, und der Schild kostet, glaube ich, 40 oder 30? 40 oder 30, ich weiß es gerade nicht. Deswegen. Was war das gerade? Deswegen sollte ich ein paar Rubine noch sammeln. Und ich weiß auch schon genau wo. Ja, nämlich da, wo der Schwert. Das Schwert, das heißt ja der Schild und was glaube ich? Wo glaube ich denn hier lang? Mann. Ich sollte mich nicht so leicht ablenken lassen. Ich wollte hier gar nicht rein. Verdammt, okay, ich suche nämlich ein Haus, wo wo meine Truhen drin sind und da sind auch Rubine drin. Da war jetzt ein Rubin, verdammt. Egal, ich hole erstmal das Schwert. Dann halt so. Nein, was machst du denn, Link? Beziehungsweise, was mach ich denn? Yeah. Ein Rubin, das hat sich so gelohnt. So, hier können wir jetzt voll durchkrabbeln. Das ist eigentlich voll das Kriegslager hier. Also nicht Kriegslager, aber so ein komisches Trainingslager, keine Ahnung. Zumindest wird das irgendwie so beschrieben. Und, oh mein Gott, was. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal mit Headset. Das klingt voll geil irgendwie. Naja. Okay, da sind nochmal 5 Rubine. Yeah! So, und hier gibt es jetzt auf jeden Fall auch das Schwert. Und die allererste Truhe im ganzen Spiel. Oh mein Gott. Party! Komm schon, ich will die allererste Truhe sehen. Ja! Oh mein Gott. Was steht hier? Öffne jede Truhe. Du findest darin wertvolle Schätze. Einfach alles klauen, ist doch scheißegal. Praktische Gegenstände, hilfreiche Schlüssel und vieles mehr. Ja, okay, ich würde sagen, wir öffnen erstmal die allererste Truhe im ganzen Game. Die ist so süß, ist so schick, Mann. Ich mag die Truhen in dem Spiel irgendwie, aber nur auf 3DS. Ja, ich habe dieses 3D-Remake gespielt und damit meinte ich übrigens, dass ich das zweimal nur durchgespielt habe. Einmal normal und dann halt nochmal 3D. Und das sogar 100%. Ich glaube, das hier wird auch 100%. Ich werde sehen, ich kann es nicht versprechen, aber egal, erstmal. Oh mein Gott! Yeah! Das Kokiri-Schwert wähle es mit A im Ausrüstungsmenü aus. Oh mein Gott, es gibt ein Ausrüstungsmenü. Dies ist eine wertvolle Waffe. Der Kokiri, trainiere gut, bevor du deine Mission beginnst. Oh mein Gott, ich habe eine Mission. So, das würde ich jetzt erstmal ausrüsten gerne. So, und es kann jetzt natürlich sein. Hey, wieso kann ich eigentlich. Wieso ist das so hell, verdammt? Es kann jetzt natürlich auch sein, dass dieses Bild, wo jetzt der Link ist, manchmal schwarz ist einfach. Und weil das liegt irgendwie an der ROM. Ich habe keine Ahnung wieso. Alter, das ist wirklich übel hell, ey. Ich glaube, ich habe irgendwas verstellt. Ich werde es mal bis zum nächsten Part dann überprüfen. Achso, ich wollte das speichern. Und speichern kann man übrigens, wenn man einfach nur im Menü B drückt, dann kann man speichern. Gut, jetzt haben wir endlich mal ein Schwert, Alter. Und das ist voll cool und das kann man auch noch aufladen. Yeah! Und natürlich auch, wenn man einfach nur den Stick dreht und dann B drückt, dann kann man natürlich auch die Wirbelattacke machen. Was später noch zu sehr hilfreichen Stellen führen wird oder so ähnlich.
Was? Was auch sehr hilfreich sein wird, so. Irgendwie, die Musik ist schön. Ich mag die. Okay, ich mag sie nicht so sehr wie andere Musiken. Musiken? Wer ist das überhaupt? Ich habe keine Ahnung, aber ich mag sie so. Jetzt erstmal hier alles zerschlitzen und voll wegslashen und... Oh mein Gott, und... Wieso will ich dauernd die Kamera drehen? Das geht gar nicht. Da-da-da-da-da. Und du stirbst. So, ich habe ein Schild getötet. Ja, das macht Sinn. Cool. So, die halben nehme ich auch Rubine. Und ich habe schon wieder viel zu viele. Was gut ist, aber ich hole trotzdem noch welche. Ist das nicht fies? Ja, das ist voll fies. So. Okay, wo war jetzt... Ach da. So, ich weiß jetzt nämlich gar nicht... Ne, Moment mal, hä? Das hier müsste jetzt Salias Haus sein, oder war das Midos Haus? Ne, Moment, das ist komplett falsch. Ist auch immer noch das Haus mit den Truhen übrigens. Da fällt mir gerade so ein, das ist mal mein erstes 3D-Spiel auf meinem Channel. Ist das nicht super? Also, was heißt 3D-Spiel? Halt so dreidimensionale Grafik und Pipapo. Pipapo, Alter, ist das laut, Mann. Das geht ja gar nicht. Gar nicht. Ja. Oh Gott. So. Jetzt hole ich mir noch mehr Rubine. Soll ich einen 3-Herz-Run machen? Ich mache keinen 3-Herz-Run. Ich bin so schlecht in 3-Herz-Runs. Ich bin richtig schlecht in 3-Herz-Runs. Und ja. Ja, die erklärt mir nur, dass ich gucken kann, wenn ich mit dem C-Stick nach oben drücke und so. Ja. Wieso auch immer. So, war jetzt denn hier dieses Haus, was ich suche? War ich überhaupt schon drin? Ja. Okay. Das ist das Haus. So, hier gibt es nämlich schöne Truhen drinne. Geil, mit einfach nur Rubinen und einem Herz. Wieso auch immer da ein Herz drin ist, aber egal. Ich beschwere mich nicht, ich freue mich. Ja, ich muss mir mal die Musik vielleicht richtig merken. Geil, so, ja, ein Herz ist sehr gut, ist ein Herz. Okay. Jetzt haben wir genug Rubine und alles genug und kaufen uns ein Schild. Dam 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 dam. Noch mehr Rubine. Yay! So, natürlich können wir jetzt am Anfang nur 99 Rubine tragen. Wieso will ich ja dauernd 99 sagen? Ich rede so schnell heute. Ich bin irgendwie total geil. So. Willkommen! Der Typ kann gar nicht über den Tresen gucken, aber ist Verkäufer. Natürlich. So, der Schild, 40 Rubine, Deku-Schild. Mit Erz kannst du ihn anvisieren. Was kannst du ihn benutzen? So, statt da irgendwie so. Der Deku-Schild, geh ins Ausrüstungsmenü und rüste ihn aus. Ja, ist gut. Drücke R, um Angriffe abzuwehren. Drückst du R und bewegst den Control-Stick, senkst du den Schild. Beziehungsweise hebst, was weiß ich. Nö, ich werde ihn noch mehr kaufen, ich bin zufrieden. So, jetzt haben wir die komplette Ausrüstung, die es im ganzen Spiel gibt. Ja, vor allem in diesem ganzen Spiel gibt, nein. Und können einen... Ich will doch den... So. Können einen Schild tragen. Yeah. So. Da der N64-Controller damals ein bisschen anders geformt ist, ist das vielleicht ein bisschen eine Gewöhnungssache, aber ich schaffe das schon. Ja, ich spiele mit einem PS4-Controller, weil ich das kann. Und weil sich das besser spielt. Wieso will ich dauernd in die Richtung laufen? Und weil sich das besser spielt. Und wer wissen wir, wie das geht? Google. So. Ist gut, Google kann euch alles sagen. So, du komischer Typ hier, jetzt lass mich mal hier durch, Alter. Bevor du zum Dekobaum darfst, musst du dich erst mit einem Schild und einem Schwert ausrüsten. So, das habe ich jetzt einfach schon mal vorgesagt. Ich habe dir voll die Worte aus dem Mund genommen. Jetzt bist du baff, wa? Hey, was ist das? Wieso habe ich den jetzt so komisch gelesen? Du besitzt ein Deko-Schild und auf deinem Rücken ist das nicht das Deko-Schwert, Mann? Hast du das Schwert geklaut? Nö. Unglaublich, es ist in der Tat das Kokiri-Schwert. Habe ich gerade Deku-Schwert gesagt? Ach, heiliger Deku. Wieso eigentlich heiliger Deku? Wow. Wie ihm auch sei. Ich bin ein Weichling. Ja, du bist ein Weichling. Nein, sei ein Weichling. Bleib immer... Hä? Wie ihm auch sei, ein Weichling bleibt immer ein Weichling. So, oh Gott. Ich werde dich niemals als einen der unseren akzeptieren. Weil du scheiße bist und ich dich nicht mag. Ja, ich mag dich übrigens auch nicht mit deinem schwulen Gang. Was auch immer das sein soll. So, ja, der Part ist jetzt auch schon wieder vorbei. Das war das gerade für geile Geräusche. Ja, ja. So, der erste Part ist vorbei. Ich könnte den nicht überziehen, weil es der erste Part ist, aber nö. Im nächsten Part wird es dann total spannend. Wir gehen zum Deko-Baum und der ist cool und
freuen uns und alles Mögliche. Wieso geht die Müllsacke nicht? So, auf jeden Fall. Tschüss und bis zum nächsten Part. Ciao. Link. Ciao.